Bei 16. 91 Luftballons. Leute, wir haben es beinahe geschafft und dann habe ich Portal am Stück aufgenommen. Ja. Und ich habe das zweite Mal am Stück aufgenommen. Gut, einmal in 10 Minuten, aber trotzdem. Das war ja ganz kurz geschnitten. Nein, ich habe eine Stunde ge... 144. Wegen zylinder geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Gut gesetzt. Daryl, kannst du jetzt weitermachen. Eins weiter noch. Was? Aber das sieht voll cool aus. Du kannst sogar nach oben. Jetzt rollt einfach ein Ziel zum Rückgucken. Ja, mach weiter. Hast du denn gehört, was die gute Dame gesagt hat? Hat das mich interessiert, aber auch nicht. Okay. Raphael, das ist wichtig. Du hast sogar was Lustiges. War irgendwas mit Militärandroiden. Raphael, mach weiter. Ja, okay. Wir wollen das jetzt bitte durch die Regeln ziehen. Das sind Schmerz nötig. Die töten. Und in der Challenge-Modus kannst du sie nicht töten. Zielfunktion. Wichtiger Testapparat zerstört. Oh, da ist er. Guck mal, der sieht dich da drin. Oh, der sieht dich auch. Tolles Glas. Ja. Das baut sich sogar von selbst auf. Wenn ich jetzt das andere blöd setze, ne? Nein, ist keine Port... Ach, da. Da vielleicht habe ich zum Beispiel keine Idee. Du gehst zurück. Nein. Wollte ich sein. Ja, wollte ich. Von da komme ich. Nein. Oh, doch nicht. Da hast du sehr gut geschossen. Hast du Glück gehabt, dass du unter ihm geschossen hast. Der hätte dich jetzt nämlich jetzt umgebracht. Scheiße, Mann. Ey, ich habe in diesem Scheißprojekt mehr Glück als Verstand. Was? Ich dachte, schwer tot. Ja, die brauchen so ein, zwei Schüsse. Die Man schießen auf Menschen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Ich gar keine Menschen. Wow, ist ja gut. Das ist dafür ist ja das rote Laserteil. Ja, aber guck mal. Nach da geguckt. Ja, aber der sieht dich ja. Nimm dich dann wahr. Da bist du. Ziel verloren. Nein, du kannst nicht durch ein Portal schießen. Spielmodus aktiviert. Suche. Den hättest du sogar leben lassen. Tiefschlaf. Weiß nur um. Hallo. Mit E. Er sucht mich, Findest du mich nicht? Siehst du, ich muss das machen. Wichtiger Testapparat zerstört. X. 29 von 3. Der Maler, nicht ein Verwender. Sorry. Er sieht dich auch. Da oben drin. Glück oder mit ganz viel Verstand? Was ist das? Oh! Oh, ja, was du vorhast. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee gerade. Von beiden Seiten geschossen, dass du es weißt. Ganz. Hallo. Da bist du, mein
Ich wollte unbedingt noch ausprobieren, wie es ist. Ja. Aber erschossen. Genauso wie alle anderen auch. Oh, guck mal, was wir da haben. Was haben wir da? Gute Nacht. Ah. Suche. Keine Möglichkeit. Wer da? Gedrückt hätte ich. Suche. Sieben nicht gut, aber noch nicht ganz. Ich denke, ich habe auch wieder. Ja. Interessiert, die werden von derselben Person kleine unschuldige Toads töten. Also der andere verzeiht mir, warum hasst er mich? Er will nur spielen. Dinge mit den Raum gibt's auch noch mal. Nur dass er die Toads töten. Ernsthaft, kannst du einfach durch die Familie. Warum? Bitte, lass mich runter. Gerne. Ziel verloren. Jetzt ist er. Fahre runter. Da ist... Wow, 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 ist ja gut. Ja, ihr seht mich alle, ist ja schon gut. Doch. Was? Und ein bisschen. So. Oh Mann, du schießt doch irgendwie komisch. Da ist ein X. Ein von denen los. Ja. Und eine Kammer. Ich will diese Kammer. Da ist ein X. Wenn du es dir auch voll toll gegenseitig aufeinander wirfst. Dich noch. Suche. Gute Nacht. Was? Geil.
Live Schüsse. Egal, es hat geklappt. Ich bin glücklich. Yo, 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 yo. Kamera. Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja. Guck dich selbst an. Oh oh. Böse. Meiner. Ich verzeihe dir. Dankeschön. Ich würde dir nicht verzeihen, wenn du mich qualvoll umbringen würdest. So wie ich ihn qualvoll umgebracht habe. Und jetzt nicht. Hallo. Hi. Was soll das? Ich bin dir nicht böse. Oh. Dankeschön. Nicht böse. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Androidenhölle, okay. Natürlich. Wissen wir wieder Bescheid. Es gibt für alles eine Hölle. Das ist das. Also die Kuchenhölle wäre ich gerne. Ja, das ist aber alles. Ah, oh, da kommen jetzt hier Test Nummer 17, oder? Laber nicht! Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Ja, den kannst du leider nicht. Ah, das ist. Wie heißt das Ding nochmal? Companion Key. Ja, 14. Ist ja schon fast durch. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Jetzt ist dich interessiert, du kannst einen Würfel hochspringen. Achso. Bevor wir da, bevor wir da zu lang dran sitzen. Ja. Ich werde direkt sagen. Okay. Ein Vorschlag ist es, dich jetzt zu mit dem Würfel vor dir. Ah, war meine Idee von eben ganz. Du beschütze mich. Was zur Waffe? Ja, ganz kompliziert. Seht ihr alle das hier? Halt. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Er kann nicht sprechen. Oh. Weiter geht's. Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Davon kamst du. Da kamst du gerade. Davon kamst du gerade. Ich glaube, davon kam ich gerade. Also, das dreimalige Wiederholen von mir hat's ja nicht gesagt. Nee. Ich fand das etwas undeutlich. Das war uns echt komisch. Ne? Ah, und da kam ich. Vielleicht, oder auch nicht? Gott. Naja. Sag eher an dir als an mir. Ah,
Was für eine beschissene Kammer. Was ist denn da? Hast du deine zwei Tote? Warum wolltest du? Ich hab nur das Gefühl, ich schenke dir heute mehr. Vielleicht später noch. Ich bin noch gut dabei. Bin halt gut dabei, gut gelaunt. Kann man ein bisschen öfter für dich sterben. Ja. Ah, da scheitere ich. Ich glaube nicht, dass du an irgendwas scheiterst. Es wird nur länger dauern. Ah. Stolz auf. Ah. Keine Idee. Das ist egal. Das ist keine Portal. Ich hab die übersehen. Ball voll. Hast noch eine übersehen? Alter Raphael. So weiter geht es. Ich glaube, ich muss das Bild kämpfen. Wenn über. Und da. Nicht oder was? Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Wäre so cool, wenn er sprechen könnte. Geld, ja. Kann aber immer noch über. Das ist ja nicht. Weiß doch, dass die, ja, ich weiß doch, dass die genau da war. Ja, du wolltest mich nur in Spannung halten. Genau. Achso, das kommt von da und dann macht das da auf. Ah. Hast du noch nie gelernt, was es heißt, eine gestreiften Linie zu folgen? Dafür. Oder auch meinen Kumpel. Bisschen angeknackst. Musst du halt. Halt an. An den anderen Strand auch dran. Ja. Echt? Ja. Sind auch keine Portalflächen. Denn du bist runtergefallen. Ja, ohne den Kumpel kommt. Dann muss ich. Dann noch so ein mitnehmen. So, keine Ahnung von. Eine andere ist nicht hier. Nicht auch drauflegen können, ohne das und seine, ohne doch vorher drauf zu gehen. Ja. Das ist sogar beide Türen offen. Geil. Jetzt bringt mir nur gar nichts. Und du hast beide Türen. Das Wichtigste. Stehen Türen und Tor offen. Welches war das nochmal? Ich glaube nichts kommen. Thank you.
Wenn er nicht schießt, weil seine Kugel schon drin ist. Er schießt. Beste. Ich auch so, weil die Kugel schneller ist als ich. Ja. Ach, immerhin startest du am Arsch der Welt wieder. Immerhin etwas. Weißt, dass du Portalflächen auch von ganz weit weg schießen kannst? Nur zur Erinnerung. Um ehrlich zu sein, ich hab das dachte immer, die wären zeitlich. Kannst nur nicht durch Glas, Grills oder andere Sachen. Frage ist. Was klappt? Kann man das so machen? Wow. Noch nach oben. Das ist ein Würfel. Du willst doch deinen Kumpel nicht alleine lassen. Kumpline. Warum? Warum muss das eine Frau sein? Das ist sexistisch. Nein, das ist mein Jack. Nein. Meine Jack. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, das funktioniert nicht. Dafür brauchst du zwei. Eigentlich sogar drei. Nein. So. Nein, sag mal. Ah, man hat Bungee Jumping. Das ist eigentlich immer das Sinn von Portal. Immer mit dem Portal arbeiten. Also du brauchst es nicht. Yay. Wenigstens ist die Kugel da. Okay, wir müssen da nochmal mit dem Grundschulwissen anfangen. Interessant, Raphael. Lassen. Arm Zuschauer. Meine Armen. Das hat geklappt. Das wollte ich. Das sollte so sein. Okay. Wir lassen das so. So. Ja, überwältigt. Wer hätte der normale Sterbliche das denn gemacht? Ja, genau so. Oh. Nur geskillter. Ach so. Jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Was? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Nein. Doch. So. Auch den Button drin. Was ist, wenn ich ihn da rein? Da rein. Es tut nicht weh. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen. Nein, komm ich nicht. Na, Projekt ist zu Ende. Da. Muss der da rein? Ja. Du musst aber vorher den Button drücken. Das sind keine Probleme.
Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Er ist aufgedrückt. Ja, nicht auf den Knopf, auf den kleinen Knopf, der hinter der Glasscheibe ist. Ja, geil, wie komme ich da hin? Jeder normale Mensch auch durch die Tür. Ach so. Nächstes kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Romau. Gibt ein Schief. Nein, es bringt nichts, wenn wir reinspringen. Ja, außer den Tod. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie herzlos! Außerdem glaube ich mir, Christian war schneller als ich.